für das Arbeiten im Stehen am Schreibtisch, gegebenenfalls im Homeoffice, bekommst du hier nochmal eine sehr gute Anregung, wie du deine Hüfte entlasten, mobilisieren und entspannen kannst. Ich bin Edda, deine Personal Trainerin. Heute haben wir das Licht hier so ein bisschen vom Fenster her. Die Sonne scheint wunderbar rein. Das wollen wir auch genießen. Freu dich mit, wenn du das Video siehst. Und ich hoffe, es geht mit dem Gegenlicht hier trotzdem. Und ich zeige dir schon mal, welche Position du einnehmen kannst. Das ist also hier diese Konstruktion, wenn du das andere Video nicht gesehen hast. Ich habe einen normalen Tisch, einen stabilen Tisch natürlich. Ich habe einen kleinen Tisch oben drauf. Ich kann meinen Laptop hier oben drauf stellen und arbeiten. Und im ersten Video hatte ich dir die Variante gezeigt, dass du das Bein oben drauf stellen kannst oder du nimmst noch einen Hocker daneben. Und hier zeige ich dir nochmal die Möglichkeit, wenn du auf einem Bein stehst und das andere Bein gestreckt, ganz locker nach vorn legst, dann kannst du hier oben wunderbar arbeiten. Der Oberkörper ist aufgerichtet. Du kannst den Brustkorb gestreckt und die Schultern und Schulterblätter entspannt nach hinten unten sinken lassen, während sich das Bein, was oben auf dem Tisch liegt, gestreckt nach vorn, hier in der Kniekehle schon mal ein bisschen strecken kann. Ja, das kann natürlich sein, dass dir das am Anfang nicht so leicht fällt. Dann kannst du auch wieder die Variante mit dem Hocker nehmen, dass du also nicht das Bein hier auf den Tisch legst, sondern dir einen Hocker daneben stellst und dann so ein bisschen schräg. Wenn das Bein oben liegt, dann sind beide Beine, auch das Standbein hier in der Kniekehle erstmal gestreckt und du kannst aus der Hüfte heraus, wo du stehst, ein bisschen hochgehen und wieder reinsinken lassen. Das heißt, das ist also hier aus der Hüfte heraus eine Bewegung, wo wir uns reinsinken lassen und nach oben schieben. Du achtest darauf, dass das Bein gerade nach vorne ist und dass die Hüfte soweit auch gerade steht, sodass diese Hoch- und Tiefbewegung hier zur Seite geht. Dann kannst du auch nach innen und außen drehen. Das heißt, ja, ich habe meine Hände mal hier an der Hüfte, dass du das besser sehen kannst. Im Zweifelsfalle natürlich festhalten, wenn es dir zu wackelig ist auf einem Bein. Schön aufpassen, ja. Trotzdem immer auf der sicheren Seite sein. Ja, also hier so. Und dann merkst du schon, wenn du das mitmachst, wenn du das ausprobierst, ist einmal diese Hoch-Tief-Bewegung, einmal die nach Innen- und Außenbewegung. Und dann kannst du natürlich mit leicht gebeugten Beinen auch nochmal so in alle Richtungen die Hüfte bewegen. Dein Körper wird dir das schon sagen, wie es sich dann gut anfühlt. Und du bleibst am Anfang nur 1, 2 Minuten vielleicht in der Position. Erstmal ausprobieren. Wie gesagt, halte dich sicherheitshalber auch fest. Wenn du hier unsicher bist im Einbeinstand oder nimm erstmal einen kleineren Hocker, um dich daran zu tasten. So, jetzt haben wir gewechselt. Das andere Bein, Kniekehle gestreckt, also das Standbein und das aufgelegte Bein ist auch in der Kniekehle gestreckt. Ich beginne erstmal wieder mit der Bewegung hier, Hüfte hoch und tief. Das Tiefgehen ist quasi so reinhängen lassen und das Hochgehen, ich zeige euch das gleich nochmal von hinten. Dann wieder das Ein- und Ausdrehen. Das heißt, das Bein liegt, das Bein steht, also beide Beine sind in der gleichen Position und du kannst die Hüfte hier nach innen und außen drehen und dann mit leicht gebeugtem Knie hier auch. Du spürst quasi Gesäß, unterer Rücken, Hüftbereich, Iliosakralgelenk. Das kann alles wunderbar bewegt werden oder einfach nur gerade stehen. Wirklich locker lassen und wenn du merkst, dass der Dehnreiz langsam intensiver wird, wenn es dir, ja, der Körper sagt, es wäre angenehm jetzt zu wechseln, dann richtest du dich einfach nach diesem Impuls und kannst dann natürlich auch wieder komplett gerade stehen. Ich zeige dir nochmal die Bewegung mit der Hüfte. Ja, also ich nehme einfach mal das Bein hier aufs Fensterbrett, um dir das zu zeigen. So ist der Stand. Du lässt dich nach unten sinken und schiebst dich nach oben und mit der Ausatmung immer nach oben schieben. Dabei streckt hier links die Hüfte und
reinsinken lassen. So sieht das aus der Perspektive aus. Nach oben ziehen und reinsinken lassen. Dadurch haben wir die Mobilisation hier im Iliosakralgelenk und die rechte Hüfte ist gestreckt, die linke gebeugt. Aber prinzipiell, wenn du dann stehst und arbeitest, kannst du alles schön locker lassen. Der Vorteil ist, dadurch, dass Beine und Hüfte in dieser Position entlastet sind, kann sich auch der Rücken- und Nackenbereich viel besser strecken. Und das wirst du merken, dass insgesamt durch diese Mobilisation in der Hüfte, durch die bessere Streckung des Hüftbeugers, auch dein ganzer Rücken- und Nackenbereich wesentlich entspannter ist. Ja, und dann würde ich sagen, du probierst es einfach mal aus und lässt mich gerne wissen, wie es für dich gewirkt hat. Deine Edda, bleib gesund und fröhlich. Danke.